und 1626. Die Berichterstattung haben die Abgeordneten Josef Rief, Esther Dilcher, Dr. Sebastian Schäfer, Frank Schäffler, Ulrike Schielke-Ziesing und Dr. Gesine Lötsch inne. Hierzu liegt ein Änderungsantrag der Fraktion der CDU-CSU vor. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 90 Minuten vereinbart. Ich bitte nun zügig Platz zu nehmen. So, ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, die bedauerlicherweise hier nicht weiter mittun können oder wollen, uns dann einfach zu verlassen und ansonsten alle anderen Platz zu nehmen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Kollege Josef Rief für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr geehrter Herr Minister, die erste Frage lautet, was können wir tun, um die Katastrophe, ausgelöst durch Putins Angriffskrieg, wenigstens zu lindern und die dramatische Ernährungssituation in Afrika zu verbessern? Herr Minister, was machen Sie? Bisher wenig bis nichts. Nein, Sie stehen vernünftigen Lösungen sogar im Weg. Wenn Sie etwas tun wollen, Herr Minister, gehen Sie noch heute in Ihr Ministerium und lassen den Pflanzenschutz bei Eiweißpflanzen auf Vorrangflächen zu. Die Mehrerträge auf den knapp 100.000 Hektar entsprechen 100 Millionen Kilogramm Getreideäquivalent. Allein damit könnten wir 1 Million Menschen ein Jahr lang mit Brot versorgen. Und wenn Sie früher dran gewesen wären, wären es sogar mindestens doppelt so viel. Die EU lässt das zu. Österreich zum Beispiel macht es. Andere Länder machen es. Sie machen nichts. Kommen Sie mir nicht mit dem Argument, Sie lassen die ökologischen Vorrangflächen für Futterzwecke zu. Das war schon in den trockenen Jahren 2018 und 2019 möglich und wird geradezu lächerlich angesichts dieser Herausforderungen. Und wenn wir ackerfähiges Grünland nur für wenige Jahre umbrechen würden, könnten wir zusätzlich mehrere Millionen Menschen mit Brotgetreide versorgen. Auch hier das Gleiche. Die EU ließe es zu. In Deutschland passiert nichts und es würde nicht mal etwas kosten. Was können wir eigentlich von Ihnen erwarten, Herr Minister? Wenn es um die geplanten 4% Stilllegungen ab kommenden Jahr geht, das muss man der Bevölkerung einmal erklären. Wir beklagen den Mangel an weltweiter Weizenproduktion. Das Welternährungsprogramm warnt vor einer Hungerkatastrophe. Ich darf auf die Reden Ihrer Ministerinnen hinweisen. Und gleichzeitig legen wir ab 2023 4% Ackerfläche still. Dazu tragen wir dazu bei, dass Millionen Menschen, besonders in Afrika, sich ihr tägliches Brot nicht mehr leisten können und hungern müssen. Um nicht falsch verstanden zu werden. Ökologische Ziele sind wichtig. Sie verkommen aber zu westlicher Dekadenz, wenn große Teile der Feldbevölkerung infolge des 24. Februar von Hunger bedroht sind. Stattdessen schlagen Sie vor, die Fruchtfolge zu ändern und Stoppelweizen anzubauen. Mit ein wenig Sachverstand weiß man, wo es möglich ist in Deutschland, wird dies längst gemacht. Ansonsten ist es unsinnig und führt zu Mindererträgen. Und es muss auch endlich Schluss sein mit dem Fleischbashing. Die Tiere sind nicht unmittelbar Nahrungskonkurrent, wie Sie es, Herr Minister, bald in jeder Rede behaupten. Sie wissen genau, dass nur ein Teil des Brotgetreides Brotqualität hat. Nicht überall ist es möglich, A-Weizen zu ernten. Und unsere Nutztiere verwandeln für den Menschen kaum verwertbare Pflanzen in wertvolle Nahrungsmittel.
Und jeder, der sich ernsthaft damit befasst, weiß, und ich bitte das mal genau zuzuhören, dass für jedes Kilo pflanzliche Nahrung, das auf dem Teller landet, ca. 4 Kilo Biomasse mitproduziert werden, die wir als Menschen nicht verwerten können. Deshalb gehört Tierhaltung seit Jahrtausenden zum Menschen. Und aus diesem Grund können Sie auch die 35 Millionen Haustiere, übrigens genauso viele Rinder und Schweine gibt es in Deutschland, darauf verlassen, dass auch für Sie wir künftig Futter bereitstellen, damit Sie Ihre wichtigen Funktionen erfüllen können. Nutztierhaltung nützt Grünland und für den Menschen nicht geeignete Futtermittel und hilft, mit Wirtschaftsdünger zusätzliche hochwertige Nahrungsmittel zu erzeugen. All diese Probleme bildet Ihr Haushalt nicht ab. Sie haben den Etat um fast 7,4% gekürzt. Gleichzeitig steigen die Personalkosten um sage und schreibe 65,5 Millionen Euro. Es ist Luft im Haushalt. Trotzdem kürzen Sie den Zuschuss zur Unfallversicherung. Das belastet die Landwirte mit mindestens 18% Beitragszuschuss zur Berufsgenossenschaft. Die müssen also 18 Prozentpunkte mehr bezahlen. Ich glaube, in dieser Zeit ist das völlig falsche Signal. Sie alle, meine sehr geehrten Damen und Herren, können jetzt noch der Anhebung zustimmen. Unser Antrag liegt vor. Stimmen Sie einfach für ihn. Ich danke Ihnen, Herr Minister, möchte ich auch sagen, dass Sie die 60 Millionen Hilfsgelder der EU mit 120 Millionen aufstocken. Doch Ackerbaubetriebe und die Milchviehhalter sollen leer ausgehen. Wir würden über die Förderung des Agrardiesels alle Bauern bei den gestiegenen Energiekosten entlasten. Das Investitionsprogramm Landwirtschaft haben Sie um 63 Millionen und weitere 4 Millionen abgesenkt. Das Bundesprogramm Ländliche Entwicklung wurde ebenfalls verringert. Kürzungen mit Ausgaberechten aus dem Corona-Jahr zu begründen, ist zwar nachvollziehbar. Wir hätten es aber im Gegensatz zu Ihnen den Bauern an anderer Stelle zurückgegeben. Ihr Haushalt, Herr Minister, zeigt mit den Reduzierungen aber den Stellenwert der Landwirtschaft in der Ampel. Ihre Ankündigung zum Tierwohl sucht man vergebens. Sinnvolle Erhöhungen wie bei der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz stammen noch aus der alten Regierung. Werden Sie Ihrer Verantwortung gerecht, die katastrophalen Auswirkungen des Ukraine-Krieges tatsächlich zu bekämpfen und die Bauern und den ländlichen Raum voranzubringen? Dafür bitte ich Sie ganz herzlich. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat nun Dr. Sebastian Schäfer das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, diesen Bundeshaushalt stellen wir in einer Zeit multipler Krisen auf. Die Pandemie ist noch nicht vorbei und hat schon jetzt einen gravierenden volkswirtschaftlichen Schaden hinterlassen. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine geht unvermindert mit voller Härte weiter und verursacht großes Leid vor Ort. Wir stehen dadurch als Bundesrepublik vor immensen wirtschaftlichen Problemen. Und natürlich haben wir die Menschheitsaufgabe, Lösungswege für die Klimakrise zu finden, deren Auswirkungen sich immer heftiger zeigen. Die Landwirtschaft ist von diesen Herausforderungen ganz besonders betroffen. Und unsere Landwirtinnen und Landwirte spüren das jeden Tag. Steigende Kosten bei Mineraldüngern und Energie, Dürreperioden, Starkwetterereignisse und der zunehmende Schwund der Biodiversität, um nur einige der Probleme zu nennen. Und wir sehen es bei der Landwirtschaft ganz besonders stark. Wir sind verletzlich bei den globalen Krisen. Diese Verletzlichkeit führt uns eindrucksvoll vor Augen, welche wichtige Arbeit die Landwirtinnen und Landwirte täglich für unsere Gesellschaft leisten. Sie sichern unsere Ernährung und damit buchstäblich unser Überleben. Und dass das alles keine Selbstverständlichkeit ist, sehen wir momentan durch die ausbleibenden Getreidelieferungen aus der Ukraine und Russland, die die Welternährung ernsthaft bedrohen und vor allem im globalen Süden zu schweren Hungersnöten führen können. Es wird gerade aber auch deutlich,
dass die Landwirtschaft einen wichtigen Beitrag zur Lösung dieser Krisen leisten kann. Dabei ist es zentral, dass wir damit aufhören, Kollege Rief, Krisen gegeneinander auszuspielen und sie damit zu verschärfen. Ich muss an dieser Stelle schon sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, über einige Ihrer Anträge im parlamentarischen Verfahren habe ich mich doch sehr gewundert. Jetzt ist doch weder die Zeit, die Mittel für die Welternährungsorganisation FAO abzusenken, wie Sie das gerne gemacht hätten, noch ist es Zeit, die Förderung für den Ökolandbau zu kürzen. Ganz im Gegenteil. Gestatten Sie mir ein Zitat, Frau Präsidentin. Wir dürfen nicht eine Krise nach der anderen bewältigen, sondern wir müssen simultan vorgehen. Ich weiß, das ist schwierig und überfordert viele. Aber wenn wir das nicht tun, wenn wir warten, zum Beispiel bei der Lösung der ganzen Umweltprobleme, dann zahlen wir später einen viel höheren Preis, um eine Lösung zu erzielen. Ich zitiere hier nicht den Minister oder meine Parteivorsitzende. Klaus Schwab, der Gründer des Weltwirtschaftsforums in Davos, hat das neulich festgestellt. Und er hat recht. Daher ist es richtig, dass wir mit diesem Haushalt die Weichen stellen, um die dringend notwendige Transformation der Landwirtschaft voranzutreiben, um das Klima zu schützen, die Biodiversität zu bewahren, die Qualität unserer Böden zu erhalten und damit den Agrarsektor zukunftsfester zu machen. Und gleichzeitig die Ernährung und den Erhalt unserer Höfe zu sichern. Nur wenn wir die Herausforderungen von morgen bereits jetzt bei der Lösung der Probleme von heute mitdenken, werden wir all das gleichzeitig schaffen. Herzlichen Dank. Das Wort hat die Abgeordnete Ulrike Schielke-Ziesing für die AfD-Fraktion. Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister! In Zeiten von Krisen zeigt sich bekanntermaßen, was tatsächlich wichtig ist und wo die größten Probleme liegen. Erst wenn der Teller nicht mehr voll ist, hört die Debatte darüber auf, ob es doch noch ein bisschen mehr Bio-, Klima- und Umweltschutz oder mehr Nachhaltigkeit geben darf. Verstehen Sie mich nicht falsch, natürlich sind alle diese Punkte wichtig, auch uns als AfD und den Landwirten, aber man muss ein gesundes Gleichgewicht finden zwischen den Zielen, dem Weg dorthin und dem Preis, den man zu zahlen bereit ist und ob die richtige Zeit dafür ist. Herr Minister Özdemir, auch nach den Haushaltsberatungen sehe ich in Ihrem Einzelplan viel zu wenig innovative Kraft, Technologieoffenheit und entsprechende Maßnahmen, die dazu führen, dass wir in der Zukunft noch eine starke Landwirtschaft haben werden. Viel zu viel wird am Ideologischen und an der Bürokratie festgehalten. Das ist das Gegenteil von zukunftsgewandt. Was meine ich damit? Der Haushalt ist sehr dürftig aufgestellt und beinhaltet fast 600 Millionen Euro an Kürzungen gegenüber dem Vorjahr, trotz der sich anbahnenden Krise. Dazu wird an völlig falschen Stellen gespart und gleichzeitig Geld an vielen Stellen unwirtschaftlich ausgegeben, etwa bei den 40 Millionen Euro Mehrausgaben für die ganzen untergeordneten Behörden Ihres Ministeriums. Das sind die falschen Prioritäten. Wir als AfD-Fraktion stehen für einen starken ländlichen Raum, wettbewerbsfähige Bauernhöfe, eine innovative und hochtechnologische Landwirtschaft und Deutschland als den Standort für Landwirtschaft. Wir können, nein, wir müssen uns unabhängig machen in Sachen Lebensmittelherstellung und wir müssen unsere Landwirtschaft in diesen Zeiten zusätzlich stärken. Jetzt, wo die Krise da ist und sich die ersten Supermarktregale leeren, kämpfen unsere Landwirte gleich an mehreren Fronten. Mit den wirtschaftlichen Folgen der extrem hohen Betriebsmittelkosten, mit logistischen Problemen, mit Personalmangel und so weiter. Gegenüber steht eine Regierung, die nur halbherzige Versprechungen abgibt. Was meine ich damit? Im Ergänzungshaushalt stehen 120 Millionen Euro, aber wie, wo, wann und an wen diese konkret ausgezahlt werden, steht immer noch in den Sternen. Die Fördermittel müssen jetzt in die Höfe. Zu spät geliefert ist insbesondere in der Landwirtschaft fatal. Diese Hilfen sind übrigens nur ein Trostpreis für die Landwirte, wenn man bedenkt, dass beispielsweise gleichzeitig 77 Millionen bei der Bezuschussung in der landwirtschaftlichen Unfallversicherung gestrichen werden. Das heißt, mitten in der schwersten Krise seit Jahrzehnten verursachen sie noch weitere Höhekosten für viele Landwirte. Das ist verrückt.
Und wenn es so stockend vorangeht, befürchten wir, dass unsere Landwirte völlig leer ausgehen werden, ähnlich wie bei den einzelstaatlichen Beihilfen von bis zu 35.000 Euro je Betrieb, bei denen die Bundesregierung nicht von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht hat, andere EU-Länder schon. Wieder einmal zeigt sich, dass die Interessen Deutschlands nicht an erster Stelle liegen bei der Ampel. Als AfD-Fraktion haben wir bereits in der ersten Lesung die Kürzung der 77 Millionen angeprangert. Wir haben es in der Einzelberatung und auch in der Bereinigungssitzung wiederholt. Selbst die Unfallkasse der Landwirte warnt inzwischen dringend vor diesem Schritt. Und was machen Sie und Ihre Regierung? Richtig, Sie ignorieren dies, wie auch alle unsere anderen Anträge. Wir haben Ihnen mit unseren Anträgen aufgezeigt, wo man ohne große Mühe einiges Geld sparen kann, beispielsweise indem man die enormen Ausgabereste der Vorjahre erst einmal aufbraucht, weniger für Tagungen und Konferenzen ausgibt. Seit spätestens Corona müssten Sie doch wissen, dass nicht jedes Meeting in Präsenz stattfinden muss. Auch die völlig aufgeblähten Bezuschussungen, beispielsweise der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, kann man reevaluieren. Mehr Geld ist nicht zwangsläufig besser, und bei den Planstellen der vielen untergeordneten Behörden des Landwirtschaftsministeriums sowieso. Da sammeln sich schnell mal zweistellige Millionenbeträge. Auch bei der berühmten Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes, kurz GAK, zeigt sich die völlig falsche Mentalität. Die Aufwüchse sind nämlich mehrheitlich dazu da, weil sie die Auswirkungen ihrer grünen Politik auch auf der EU-Ebene irgendwie ausgleichen müssen. Stichwort Pflanzenschutzmittel-Anwendungsverordnung. Das ist die pure Unlogik ihrer Politik, Gesetze und Regeln so unpraktikabel und kostenintensiv zu machen, um sie danach mit Geld auszubügeln. Viel besser wäre es, die Regelungen so einfach zu gestalten, dass sie auch praktisch funktionieren und nicht mit Geld gekauft werden müssen. Das würde uns einiges an Geld sparen. Geld, das wir beispielsweise in Zukunftstechnologien wie dem Einsatz von künstlicher Intelligenz im Bereich der Landwirtschaft einsetzen könnten, wo wir als AfD mehr Mittel beantragt haben, das wäre zukunftsgewandt. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Wir haben Ihnen Vorschläge unterbreitet, wo Korrekturen dringend notwendig wären, wo durchaus Einsparpotenziale vorhanden sind und wo wir dringend mehr Ausgaben sehen wollen. Solange dieser Haushalt nur den Status quo verwaltet und unsere Landwirte in der schwersten Krise seit Jahren sich selbst überlässt, können wir diesen Haushalt nicht mittragen und werden ihn deswegen auch ablehnen. Vielen Dank. Das Wort hat die Kollegin Esther Dilcher für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Vorab mein Dank an meine geduldigen Mitberichterstatter der Ampel, Sebastian Schäfer und Frank Schäffler. Danke selbstverständlich auch an alle anderen Berichterstatter sowie an die Mitarbeitenden bei uns Abgeordneten, den Fraktionen, im Ministerium, beim Rechnungshof und im Ausschusssekretariat. Herzlichen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das letzte Schwein ist abgeholt. So titelte die HNA und berichtete über die Betriebsaufgabe des Schweinemastbetriebes von Helmut Granjot, der damit eine mehr als 300-jährige Familientradition beendete. Nach Angaben des Regionalbauernverbands Kurhessen gab es im Jahr 2010 noch 391 Schweinemastbetriebe in meiner Region. 2020 waren es nur noch 191. Das bedeutet, mehr als die Hälfte allein nur der Schweinemastbetriebe in meiner Region hat die Existenzgrundlage verloren. Wenn wir als politische Entscheidungsträger keine Hilfen zur Verfügung stellen und gleichzeitig noch Auflagen machen für Tierhaltung oder Bewirtschaftung von Ländereien, so sinnvoll das alles sein mag, tragen wir aber auch dazu bei, dass Bäuerinnen und Bauern keine Perspektive mehr sehen und sich im Stich gelassen fühlen. Und diese Entwicklung war schon lange absehbar, hat sich aber durch den Krieg in der Ukraine wegen Ausfall von Rohstoffen exorbitant zugespitzt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere Bäuerinnen und Bauern, die wollen ihre Betriebe aufrechterhalten. Aber vorrangig wollen sie auch gar nicht unterstützt werden durch Finanzhilfen, sondern sie wollen Planungssicherheit, wenn sie investieren.
Wer von Ihnen wäre bereit, in ein Heim für sich selbst zu investieren, mit der Ungewissheit, dass vor Auslaufen einer Finanzierung wegen neuer Vorschriften weitere Investitionen getätigt und wieder finanziert werden müssten? Ich behaupte, keiner von uns würde das tun. Aber von unseren Bäuerinnen und Bauern erwarten wir das. Und das müssen wir endlich ändern, um wieder Zukunftsperspektiven zu schaffen. Das Ministerium wird in diesem Jahr ein Konzept zur Finanzierung des Umbaus der Tierhaltung vorstellen. Und ich erwarte daher, dass gerade dieser Faktor Planungssicherheit dann auch einen besonderen Rang eingeräumt bekommt. Der Haushalt 2022, der Einzelplan 10, umfasst rund 570 Millionen Euro weniger als 2021. Das wurde schon vielfach kritisiert. Josef Rief, wir haben das auch beide schon mehrfach ausgetauscht. Aber ich finde, die Kritik ist nicht gerechtfertigt. Denn allein über 800 Millionen aus dem Etat des letzten Jahres sind überhaupt nicht abgeflossen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Titel mit den Ausgaberesten, die also letztes Jahr übrig geblieben sind, haben wir dann als Ampelhaushälter zur Gegenfinanzierung genutzt. Und zwar werden wir unter anderem bei den Seefischern, die auch extreme Betriebskosten haben durch die teuren Dieselpreise, bei den Betriebskosten entlasten. Und wir werden Anreize schaffen zum Umrüsten auf emissionsärmerer Antriebe. Auch die Tierheime werden wir in diesem Jahr noch einmal unterstützen. Im Ausschuss hat es der Kollege schon angesprochen. Das war nicht so ganz leicht zu ein, aber wir haben es doch geschafft. Und zwar die Tierheime, die für die Impfung und Quarantänemaßnahmen ukrainischer Tiere aufkommen müssten, die entlasten wir. Und für Tierarzneimittel für die Ukraine stellen wir ebenfalls auch noch mal 5 Millionen Euro zur Verfügung, da uns da diese Hilferufe entsprechend erreicht haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unser Wald ist nicht das Problem, sondern die Lösung für unser Ziel, nämlich mit nachwachsenden Rohstoffen zu bauen und Energie zu erzeugen. Und das müssen wir nutzen und auch die Waldbesitzer dabei unterstützen, unsere Wälder zu erhalten. Zum einen als Erholungsort für uns selbst, aber Wälder sind eben nicht nur Erholungsorte für uns, sondern sie sind auch Energielieferanten und CO2-Speicher. Es lohnt sich daher, dass in diesem Bundeshaushalt, nicht im Einzelplan, aber im Bundeshaushalt, im Einzelplan 60, 200 Millionen Euro zusätzlich eingestellt sind für die Honorierung der Ökosystemleistungen des Waldes. Wir haben als Ampel angefangen, Ausgaberesten die rote Karte zu zeigen. Denn das ist vom Bundesrechnungshof schon über viele Jahre kritisiert worden, dass gerade dieses Ministerium da Vorreiter war, Ausgabereste zurückzubehalten. Und wir stellen die Ampel auf grün für bedarfsgerechte Haushaltstitel. In diesem Haushalt stehen auch noch einige Titel auf gelb in der Warteschleife mit Sperrvermerk und warten auf Freischaltung bei Vorlage von Konzepten für die Umsetzung. Das ist klug und umsichtig. Ich bitte daher um Ihre Zustimmung und lade Sie außerdem am 12. Juni nach Schöneberg zum Milchtag ein. Das habe ich versprochen. Das Wort hat die Kollegin Ina Latendorf für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Schon am 24. April bei der Einbringung des Haushaltes habe ich die Kürzung im Einzelplan 10 zum Vorjahr scharf kritisiert. Nichts, aber auch nichts Grundsätzliches hat sich seither bewegt. 7,1 Milliarden Euro sind immer noch 7,1 Milliarden. Minimale 1,43% des Gesamthaushaltes stehen für die Transformation der Landwirtschaft, die Sicherung der Ernährung, den Verbraucherschutz, die ländlichen Räume, die Fischerei und die Forst zur Verfügung. Zu wenig, meine Damen und Herren. Die Ankündigung des Ministers zur Agrarwende, heiße Luft. Zwischen den Herausforderungen der Agrarpolitik und den dürftigen Mitteln in diesem Haushalt gibt es ein krasses Missverhältnis. Es ist seit Monaten nicht einmal der Versuch unternommen worden, die vollmundigen Erklärungen der Regierung über die bevorstehende Zusammenarbeit zwischen Landwirtschafts- und Umweltministerium mit Planungen oder gar Taten zu versehen. Wo ist Ihr Green Team?
Irgendetwas in Richtung sozial-ökologischer Umbau der Gesellschaft? Fehlanzeige. Wirksame Maßnahmen gegen Ernährungsspekulation und Preistreiberei? Fehlanzeige. Begrenzung der Marktmacht von Lebensmittelkonzernen, die dringend notwendig wären, um die Landwirtinnen und Landwirte genauso wie die Verbraucherinnen und Verbraucher zu entlasten? Auch Fehlanzeige. Das alles regeln Sie in diesem Haushalt nicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, weder die schon sichtbaren Folgen des Klimawandels noch die absehbaren Kriegsfolgen haben außer Lippenbekenntnisse ein sichtbares Handlungsbewusstsein bisher nicht erkennen lassen. Sie haben keinen Maßnahmenkatalog vorgelegt, der die Probleme an der Wurzel packt. Da bewilligt die EU-Kommission der Bundesrepublik 60 Millionen Euro Anpassungshilfe für Erzeuger auf dem Agrarsektor. Die Regierung legt noch einmal 160 Millionen Euro dazu. Das klingt sehr gut. Nur wo finden wir diese Summe? Im Einzelplan 60 des Finanzministeriums. Und Sie, Herr Minister, sind dann Bittsteller? Was soll das? Und dann ist noch nicht einmal klar, wer das Geld bekommen soll, wie viel und vor allem wann endlich. Einmalzahlungen würden die Strukturdefizite in der Landwirtschaft nicht beheben. Ich sage, es bedarf einer gezielten Unterstützung für die Landwirtschaft beim Umbau und bei den Strukturanpassungen. Ohne diese werden viele Landwirte aufgeben müssen. Und das darf nicht sein. Das Gleiche gilt im Prinzip für die Fischereihilfen. Beihilfe, Strukturmaßnahmen für die Seefischerei werden neu eingerichtet, sind angekündigt, wir haben das gerade gehört, angekündigt worden. Insgesamt 11,5 Millionen Euro. Und auch hier muss die Frage erlaubt sein, wo das Geld hingeht und wie es eingesetzt wird und wann es kommt. Auf Antworten darauf wartet die Fischereiwirtschaft auch in meinem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern schon seit langem. Mit weiterem Zögern der Regierung wird die Fischerei, insbesondere die Küstenfischerei, bald ein Fall für das Heimatmuseum. Und bei aller berechtigter Kritik für den Raubbau und am Raubbau und an der Überfischung, das kann doch nicht das Ziel sein. Meine Damen und Herren, nun sprechen wir im Einzelplan 10 ja auch über Ernährung, und zwar über gesunde Ernährung. Seit Jahren gibt es in Deutschland eine nachgewiesene Ernährungsarmut. Gerade aktuell befördert die Preistreiberei der Konzerne im Handel diese Armut weiter. Laut ARD-Recherche fällt es 38% der Menschen in Deutschland zunehmend schwerer, die Dinge des täglichen Lebens bezahlen zu können. Armutsbedingte Fehl- und Mangelernährung und sogar Hunger in einer Gesellschaft, die so wohlhabend ist wie Deutschland, das ist für mich und meine Fraktion inakzeptabel. Vor 4 Monaten habe ich gesagt, im Biomarkt bleibt der Korb leer, weil das Geld nicht reicht. Nun trifft es auch für den Supermarkt zu. 12,5 Millionen Menschen in Deutschland leben unter der Armutsgefährdungsgrenze. Und schon vor der derzeitigen Preisexplosion bei Lebensmitteln war für diese Menschen frisches Obst und Gemüse ein Luxus. Und das ist eine Schande für dieses reiche Land. Dass eine gesunde Ernährung gerade für die Jugend am besten über öffentliche Angebote wie die Schulverpflegung erreicht werden kann, besagt schon 2020 eine Studie des Wissenschaftlichen Beirates für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz im BML. Die zentrale Empfehlung des Berichtes lautet, eine beitragsfreie, qualitativ hochwertige Kita- und Schulverpflegung schrittweise in ganz Deutschland zu etablieren. Das ist auch aus meiner Sicht eine der wichtigsten, drängendsten und nicht zuletzt auch wirksamste Maßnahme, um eine gesunde Ernährung zu erreichen. Leider ist Deutschland davon weit entfernt. Dass dies möglich sein kann, zeigt Finnland. Dort gibt es sie, die kostenfreie, hochwertige, nachhaltige Verpflegung für alle Kinder und Jugendlichen in Schulen und Kindertagseinrichtungen. Man muss es nur wollen. Eine gezielte Unterstützung des Bundes für die Kommunen wäre hier notwendig und möglich. Wir haben dies beantragt, aber eine Finanzierung in diesem Haushalt wurde abgelehnt. Und Sie können sicher sein, dass DIE LINKE dafür so lange Mittel im Haushalt fordern wird, bis sie das endlich aufgreifen. Für mich und meine Fraktion ist dieser Haushalt alles in allem ein Armutszeugnis. Agrar- und Ernährungspolitik für die Zukunft sieht anders aus. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Frank Schäffler für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine lieben Kollegen und Kollegen, wenn wir heute über den Einzelplan 10 debattieren, dann geht es um einen ganzen Berufsstand, um die Landwirte. Und für uns Freien Demokraten sind Landwirte Unternehmer. Sie erzeugen Lebensmittel
Und mit diesen Lebensmitteln, mit diesen Erträgen, die Sie erzielen, wollen Sie Gewinne erwirtschaften. Dafür braucht es die notwendigen Weichenstellungen. Und zu diesen Weichenstellungen gehört es, dass ein Moratorium an Auflagen und immer neuen Vorschriften bedarf. Wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, dass Planungs- und Investitionssicherheit existieren soll. Und genau darum geht es. Da, wo die Folgen für den Staat oder für die Unternehmer besonders existenziell sind, da wollen wir helfen. Und deshalb haben wir in den Haushaltsberatungen auch 10 Millionen für die Fischerei zur Verfügung gestellt. Und wir haben bei der Umrüstung, beim Flottenumbau für Küsten- und Krabbenfischerei ebenfalls Mittel zur Verfügung gestellt, damit moderne Antriebstechniken dort auch Einzug halten. Auch das ist Teil unseres Koalitionsvertrages gewesen. Aber es braucht künftig mehr. Es braucht einen Paradigmenwechsel. Der Kanzler hat nicht ohne Grund von Zeitenwende gesprochen. Und die Zeitenwende, die wir auch in der Landwirtschaft haben durch den Angriffskrieg auf die Ukraine, muss auch Konsequenzen für unsere Landwirtschaftspolitik in Deutschland haben. Und dann ist es natürlich Wohlfeil, wenn jetzt die Union hier Mängel darstellt, die sie selbst 16 Jahre verursacht hat. Es war ja letztendlich die Union, die die Bauernmilliarden zur Verfügung gestellt hat, Brosamen verteilt hat, letztendlich Bürokratie erzeugt hat, keine Planungssicherheit geschaffen hat, Gängelung an jeder Ecke erzeugt hat. Das war die Union, das ist das Ergebnis von 16 Jahren Union in der Landwirtschaftspolitik. Und das gibt es auch schwarz auf weiß. Der unabhängige Normenkontrollrat hat im Berichtsjahr 2021 und 2020 dargestellt, dass damals 300 Millionen Euro an Belastung auf die Landwirtschaft durch die Gesetze der damaligen Bundesregierung hinzugekommen sind. Das Aktionsprogramm zum Insektenschutz mit 150 Millionen beispielsweise. Seit 2016 war es noch gravierender. Da hat die Landwirtschaft bürokratische Lasten von über 800 Millionen auf sich zukommen lassen. Die Verschärfung der Düngeverordnung war beispielsweise einer der wesentlichen Punkte. Also, Sie können sich nicht hinstellen, dass Sie die Retter der ländlichen Strukturen und der Landwirtschaft sind, sondern Sie haben das Elend im Wesentlichen mit verursacht. Aber auch die Ampelkoalition muss sich diesen neuen Realitäten stellen. Ich glaube, wir müssen darüber diskutieren, ob die Flächenstilllegung in der Landwirtschaft in Deutschland, ob das tatsächlich in diese Zeit passt. Alle EU-Staaten haben die 3-prozentige Reduzierung der Flächen aufgehoben, ausgesetzt. Deutschland hat dagegen von 3% eine 4 gemacht, also es ausgeweitet. Und deshalb glaube ich, sollten wir gut daran tun, das zu überdenken. 4% Flächenstilllegung in Deutschland entspricht 4 Millionen Hektar Produktionsfläche. Das ist das, was der Importbedarf an Weizen von Ägypten, Äthiopien, Marokko, Südafrika und Tunesien ausmacht. Also die Länder, die sehr wahrscheinlich besonders unter der Hungerkatastrophe, die uns auf uns zukommt, letztendlich leiden werden. Wir müssen dafür sorgen, dass auch in der Düngermittelpolitik letztendlich mehr Realismus einkehrt. Wir müssen die Produktionskapazitäten steigern, um die Welternährung in den Griff zu bekommen. Und das sind letztendlich eine Reduktion der Produktionskapazitäten in Europa und in Deutschland falsch. Und letztendlich, glaube ich, müssen wir dafür sorgen, dass wir für mehr Welthandel und mehr freien Handel sorgen. Letztendlich hat die EU-Kommission nach wie vor, man muss sich das vorstellen, hat die EU-Kommission und die Europäische Union nach wie vor Zölle von über 50% auf Milcherzeugnisse, Getreide und Zucker.
obwohl gleichzeitig eine Ernährungskrise auf dieser Welt droht? Warum sorgen wir nicht dafür, dass diese Zölle einseitig abgebaut werden, damit die Preise auch sinken können, auch in Europa sinken können in diesem Bereich? Und gleichzeitig ist es notwendig, dass wir den Welthandel auch bilateral wieder in Gang setzen. Wir müssen endlich das Welthandelsabkommen CETA, das bilaterale Handelsabkommen CETA im Deutschen Bundestag ratifizieren. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, dass wir die Reform der Welthandelsorganisation endlich voranbringen. Auch da hat die Vorgängerregierung nicht geliefert, und auch da können wir als Regierung vorangehen. Letztendlich geht es um bezahlbare Lebensmittel. Ich komme zum Schluss. Letztendlich geht es um bezahlbare Lebensmittel. Das ist nicht nur eine Frage der Geldpolitik, sondern das ist auch eine Frage der Handelspolitik, und da muss diese Regierung ansetzen. Vielen Dank. Und der nächste Redner in der Debatte, Albert Stegemann, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, 2022, so erleben wir es alle wohl, ist das Jahr der großen Schlagzeilen und das Jahr der großen Veränderungen, vor allem mit solchen, mit denen wohl keiner gerechnet hatte. Zeitenwende in fast allen Lebensbereichen, auch im Bereich der Lebensmittelerzeugung, Verarbeitung, aber auch im Vertrieb. So titelt der Fokus heute Morgen: Menschen können sich weniger leisten, stärkster Umsatzeinbruch aller Zeiten im Lebensmittelhandel. Und tatsächlich, das war absehbar. Nachdem in den letzten Jahren das Wohnen in den eigenen vier Wänden immer teurer geworden ist, erleben wir nun, dass sich die Lebensmittelpreise teilweise exorbitant entwickeln. Über die vielfältigen Ursachen haben wir auch hier im Bundestag viel und lange geredet. Wenn wir aber heute hier über den Bundeshaushalt sprechen, dann will ich an dieser Stelle aber auch über die Haushaltslage der Menschen in unserem Land reden. Inflation war lange nicht mehr als ein technischer Begriff. Das Geld verliert seinen Wert. Das lernt jedes Kind in der Schule. Aktuell müssen wir aber feststellen, Inflation ist viel mehr als das. Es ist das Unsozialste, was einem Land passieren kann. Denn gerade die Einkommensschwachen sind am schlimmsten betroffen. Denn die Lebensbereiche, in denen wir die höchsten Teuerungsraten haben, Wohnen, Heizen, Mobilität und eben vor allem Ernährung, sind die wirtschaftlich Schwächeren überproportional betroffen. Wer als Durchschnittsverdiener vor etwa einem Jahr noch nach Abzug seines Nettolohns von Miete, Auto und Lebensmitteln noch ca. 200 Euro übrig hatte, schaut jetzt bestenfalls in ein leeres Portemonnaie. Das ist leider die bittere Realität. Zeiten von Inflation sind auch Zeiten von geringem Angebot. Wir sehen jeden Tag, wie knapp zum Beispiel Weizen, Sonnenblumenöl und Düngemittel sind. Da begrenzte Ressourcen ein Teil des Problems sind, müssen wir genau hier ansetzen. In jedem anderen Wirtschaftsbereich ist es selbstverständlich, dass der effiziente Einsatz von vorhandenen Ressourcen ein Mehr an Nachhaltigkeit bedeutet. Nur in der Landwirtschaft gibt es das weit verbreitete Dogma, dass Nachhaltigkeit nur mit Extensivierung zu erreichen ist. Und darüber müssen wir unbedingt reden. Und hier müssen wir zu einem Umdenken kommen, Herr Minister. Wir müssen dem Preisauftrieb und den damit eng verbundenen dem Hunger in der Welt etwas entgegensetzen. Deshalb brauchen wir auch eine offene Diskussion darüber, wie wir unsere Nachhaltigkeitsziele effizient erreichen können. Flächenstilllegung, Zulassungsbehinderung neuer umweltverträglicher Pflanzenschutzmittel oder das Verteufeln neuer Züchtungstechnologien gehören in die Mottenkiste und sind gewiss nicht Teil einer zukunftsorientierten Landwirtschaft. Und wenn ich mir dann den Haushalt des BMLs anschaue, habe ich wirklich nicht den Eindruck, dass dort überhaupt ein Problembewusstsein vorhanden ist. Minus 156 Millionen Euro plant die Ampel gegenüber den Vorschlägen der CDU. 0 Euro zusätzliche Mittel im Ergänzungshaushalt. Und auch die Bereinigungssitzung geht auch mit minus 244.000 Euro aus den Verhandlungen. Herr Minister, Ihr Haushalt geht aus jeder Verhandlungsrunde kleiner raus, wie er reingegangen ist. Ich glaube, da haben Sie offenkundig ein Problem. Aber viel schlimmer als die Tatsache,
als diese Tatsache, wie sie eben mit dem Haushalt umgehen, ist die Tatsache, wie sie eben auch das Geld ausgeben. Den landwirtschaftlichen Betrieben streichen sie die Zuschüsse für die landwirtschaftliche Unfallversicherung zusammen. Die Hilfen für die deutschen Fischereibetriebe fließen in dieser ganz dramatischen Zeit einfach viel zu spät. Andere Länder waren viel früher als die Bundesrepublik Deutschland. Aber auch die Kürzung von 4 Millionen € im Investitions- und Zukunftsprogramm Landwirtschaft sendet das völlig falsche Signal an die Landwirte. Dabei hat die Union, dabei haben wir doch sehr gute Vorschläge gemacht. Wir wollten die Landwirte um rund 200 Millionen € entlasten. Zusätzlich zu den Geldern aus dem EU-Krisenpaket wollten wir bei den Agrardieselkosten eine Entlastung, es wird ja gerade auch noch mal angedeutet, von 120 Millionen € ins Spiel bringen. Das hätte die Betriebe bei den Dieselkosten um 10 Cent je Liter entlastet. Das war oder ist höchstwahrscheinlich mit Ihnen nicht zu machen. Aber auch die geplante Absenkung des Bundeszuschusses zur landwirtschaftlichen Unfallversicherung, das haben Sie jetzt einfach zurückgedreht. Wir fordern, wir können damit überhaupt nicht leben. Wir wollen im Gegenteil wieder auf das alte Niveau zurück. Wir wollen die 77 Millionen wieder in diesen Bereich investieren, um landwirtschaftliche Familienbetriebe zu entlasten. Ganz wichtig, dass unsere Landwirte dürfen nicht zur Spardose der Ampelkoalition werden. Und Sie sind dabei, genau das zu implementieren. Unsere heimischen Landwirte stehen vor Schicksalsjahren. Auch als Gesellschaft brauchen wir jetzt Maßnahmen, die die Ernährungssicherheit mit Artenvielfalt und Klimaschutz zusammenführen. Wir brauchen Borchardt jetzt, bevor es zu spät ist. Ohne frisches Geld wird das nicht funktionieren. Aber gestern hat ja leider die FDP hier den ersten Sargnagel gesetzt. Das hat mich sehr mit Trauer erfüllt. Von der Ampel gibt es aber bis heute nicht einen neuen hilfreichen Impuls im Bereich der Ernährungs- und Landwirtschaftspolitik. Keine Antwort auf die aktuelle Rekordinflation bei den Lebensmitteln, keine erkennbaren Schritte für Investitionen in eine moderne Landwirtschaft. Der zweite Entwurf zum Haushaltsgesetz 2022 ist eine Verschlechterung und wird den aktuellen Herausforderungen nicht gerecht. Deswegen lehnen wir Ihren Vorschlag ab und Ihren Haushalt ab. Vielen Dank fürs Zuhören. Und für die Bundesregierung erteile ich das Wort dem Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Cem Özdemir. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Politikwissenschaftler Peter Graf von Kilmanzeck hat Demokratien mal eine eklatante Zukunftsschwäche attestiert. Aber er hat auch festgestellt, dass sie die besten Chancen habe, einen fairen Ausgleich zwischen Gegenwart und Zukunft zu schaffen, wenn sie sich als lernfähig erweisen. Diese Lernfähigkeit brauchen wir gerade auch im Bereich der Agrarpolitik. Die Liste der Herausforderungen ist lang. Sie kennen sie: Höfesterben, Dürren, Überschwemmungen als Zeichen der Klimakrise, Artensterben, Übernutzung von Böden und Tieren und schließlich der zusätzliche Kostendruck infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Dass Sie da Käse sagen beim Angriffskrieg auf die Ukraine, das passt, das bestätigt jedes Vorurteil über Sie. Ich meine, dass man seine Unfähigkeit durch sein Schweigen vermuten lässt, verstehe ich, aber man muss es durchs Reden nicht auch noch unter Beweis stellen. Es ist offenkundig, dass wir Veränderungen brauchen, gerade weil Landwirtschaft von existenzieller Bedeutung für uns alle ist. Dabei braucht es die Bereitschaft zum Kompromiss und natürlich auch pragmatische Lösungen. Dieser Haushalt ist dafür ein gutes Beispiel. Wir verbinden auf der einen Seite Planungssicherheit in der agrosozialen Sicherung mit neuen Ideen im Ökolandbau. Wir investieren in Forschung, in die Entwicklung, in die Digitalisierung, die übrigens unglaublich spannende Chancen eröffnet. Ich möchte Ihnen an der Stelle, liebe Kolleginnen und Kollegen, ausdrücklich danken, dass Sie die 60 Millionen aus der EU-Krisenreserve um 120 Millionen erhöht haben. Wir wollen diese 180 Millionen zielgerichtet, schnell und vor allem unbürokratisch auf unsere Höfe bringen. Wir wollen die übermäßig von steigenden Energiepreisen betroffenen Gartenbaubetriebe, den Obst- und Weinbau sowie die Tierhaltungsbetriebe gezielt entlasten. Das gilt übrigens auch für die Fischerei, für die Sie in der Bereinigungssitzung 10 Millionen € ermöglicht haben. Eine dringend notwendige Unterstützung. Auch dafür danke ich Ihnen.
Meine Damen, meine Herren, die sich zurzeit überlagernden Krisen zeigen aber auch, wie dringend und wie notwendig die Transformation unserer Landwirtschaft ist. Unsere Politik muss Ernährung sichern und sie muss gleichzeitig dem Erhalt der Höfe dienen. Und sie muss zugleich auch Klima, Böden, Arten schützen, um sie überhaupt noch nutzen zu können. All diese Aspekte bedingen sich gegenseitig. Wir können das eine nicht ohne das andere haben. Und an der Stelle dachte ich ehrlich gesagt beim Zuhören, liebe Kollegen, das richtet sich jetzt vor allem an Sie von der Union, dass wir da eigentlich schon mal weiter waren im Deutschen Bundestag, was den Konsens angeht, die Analyse der Krisen. Über die Wege aus der Krise können wir uns gerne streiten. Das ist normal in der Demokratie. Das ist auch die Aufgabe der Opposition. Aber die Analyse der Krise, dass wir da in Deutschland zumindest einig sind, wenn Sie das jetzt aufkündigen, was Klimakrise angeht, was Artensterben angeht, das finde ich sehr bedauerlich, weil das wird das Arbeiten in dieser Republik künftig nicht leichter machen. Sie und ich und wir alle hier stehen gemeinsam in der Verantwortung, dass wir dem auch tatsächlich gerecht werden. Denn nur so schaffen wir einen fairen Ausgleich zwischen der Gegenwart und der Zukunft. Auch der nächste Haushalt wird dafür sicherlich ein Gradmesser sein. Vielen Dank. Und der nächste Redner ist Peter Felser, AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister, liebe Kollegen, liebe Landwirte, liebe Gäste. Herr Minister, ich hätte schon erwartet, dass Sie länger als 4 Minuten reden und dass Sie vor allem inhaltlich zur Sache reden. Hier geht es um wirklich wichtige Dinge heute. Und auch, liebe Kollegen von der FDP, das kann doch nicht wahr sein, wie Sie hier als Heuchler sich hinstellen und sagen, die Zwangssprache darf nicht sein. Ihr regiert doch zurzeit. Wenn die Zwangssprache kommt, dann habt ihr sie mit verschuldet, liebe Kollegen. Ja, es gibt tatsächlich Punkte im Einzelplan 10, die wir auch unterstützen, wenn wir an die Digitalisierung denken. Wenn es um die Zukunft unserer landwirtschaftlichen Betriebe geht, hier müssen wir sogar mehr leisten. Lassen Sie mich 2 Beispiele nennen. Erstens Datenhoheit. Wem gehören denn in Zukunft all die Daten, die jetzt schon gesammelt werden, auf den Traktoren, beim Herdenmanagement, bei den Ackerschlagdateien? Lassen Sie uns diese Daten intelligent verknüpfen, bevor es die ganz großen Player machen. Das wäre ein Ansatz und eine Hilfe, wenn es um die Digitalisierung geht, liebe Kollegen. Zweites Beispiel. Wenn wir die Lieferketten mit Hilfe von Blockchain-Technik intelligenter verknüpfen, dann schaffen wir nicht nur größeren Mehrwert für die Produzenten, dann werden wir auch die Lebensmittelverschwendung eindämmen können. Da sollten wir investieren und wir meinen, da müssen wir auch mehr investieren. Ich möchte aber auch die Gelegenheit nutzen, heute die aktuellen Hilfen für unsere Landwirte anzusprechen. Wenn wir uns die einzelstaatlichen Beihilfen ansehen, dann kann von Hilfe gar keine Rede mehr sein. Unsere deutschen Betriebe gehen komplett leer aus. Und das kann doch in dieser Lage, in dieser schwierigen Situation nicht das Signal an unsere Bauern sein. Manche Bauern können sich den Anbau schon gar nicht mehr leisten, weil die Kosten für die Betriebsmittel explodiert sind. Wir haben es heute schon gehört. Die EU-Kommission hat das ja ausdrücklich genehmigt, um die hohen Kosten für die Betriebsmittel abzufedern, um überhaupt die existenzgefährdeten Betriebe am Leben zu erhalten, um die Ernährungssicherheit zu gewährleisten. Dafür könnten wir bis zu 35.000 Euro pro Betrieb ausgeben. Und fast alle europäischen Nachbarn, Herr Minister, fast alle Nachbarn nutzen diese Möglichkeit der einzelstaatlichen Beihilfen, außer Deutschland. Wertschätzung, Herr Minister, Wertschätzung für die Bauern, das sieht anders aus. Lassen Sie mich bei dieser Gelegenheit auch auf die Agrarsubventionen zu sprechen kommen. Hier wollen Sie ja bei den Waldbesitzern beim Umbau zu klimastabilen Wäldern in eine ähnliche Richtung gehen. Aber schauen wir uns mal an, wer sind eigentlich die größten Leistungsempfänger? Und man lese und staune, die größten Nutznießer von Subventionen, von Steuergeldern waren im vergangenen Jahr wieder einmal nicht unsere Landwirte, sondern zum Beispiel das Landesamt für Umwelt in Brandenburg mit 14,3 Millionen Euro oder das Sächsische Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft mit 7,7 Millionen Euro. So waren diese Unterstützungshilfen
nie gedacht und nie angelegt gewesen. Sie sollten einzig und alleine für unsere Bauern ausgegeben werden. Das ist sonst Etikettenschwindel, liebe Freunde. Das Wort Zeitenwende hat Hochkonjunktur, und allein in dieser Haushaltswoche werden gigantische Summen aufgerufen für diese Wende. Morgen soll sogar das Grundgesetz geändert werden. Aber ich frage mich, Herr Minister, ist es denn nicht mindestens genauso wichtig, diese Milliarden für Panzer, diese Milliardeninvestitionen für Flugzeuge für unsere Bundeswehr, ist es denn nicht vielleicht sogar wichtiger, endlich in eine Agrarwende zu investieren, die diesen Namen auch verdient? Wir hätten uns gewünscht, und wir hätten das auch gerne in diesem Haushalt gesehen, dass Sie neben Ihren ganzen Klimazielen, neben Ihren Ökozielen, dass Sie neben Ihren ideologischen Planungen einfach eine einzige Kennzahl dahinter schreiben. Eine Kennzahl, die alles sagt über die Zukunft und die Wertschätzung unserer Landwirtschaft. Haben Sie doch einmal den Mut, sich daran zu messen, wie viele landwirtschaftliche Betriebe pro Jahr nicht aufgeben, wie viele überleben werden in diesem Jahr und in den nächsten Jahren. Das ist doch für unser Land jetzt ganz entscheidend. In der Pandemie haben wir die Landwirtschaft als systemrelevant eingestuft. Absolut richtig. Jetzt in Kriegszeiten, in Zeiten steigender Inflation, haben wir erkannt, dass unsere Landwirtschaft überlebenswichtig ist. Absolut richtig. In der letzten Aussprache haben Sie selbst, Herr Minister, das Höfesterben unter der Merkel Regierung kritisiert. Machen Sie doch bitte endlich das Höfesterben zu der Kennzahl, die uns allen weiterhilft. Ich glaube, es ist langsam an der Zeit, Herr Minister, dass Sie mal Ihre alten Sprechzettel weglegen. Machen Sie endlich eine Agrarpolitik, die sich am Erfolg messen lassen kann für die Zukunft unserer Landwirte, für die Ernährungssicherheit in unserer Heimat, für eine Wertschätzung unserer Lebensmittel. Vielen Dank. Lieber Herr Kollege Felser, möchte Sie bitten, in Zukunft den Begriff Heuchler in Ihren Reden auch in Anbetracht, dass Sie das, die Kolleginnen und Kollegen hier im Haus damit gemeint haben, nicht mehr zu verwenden. Das ist kein guter parlamentarischer Ausdruck. Wenn es nächstes Mal vorkommt, erteile ich einen Ordnungsruf. Vielen Dank. Und der nächste Redner in der Debatte, Dr. Matthias Mirsch, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich will an die Worte des Bundesministers anschließen. Denn das, was wir in der Landwirtschaftspolitik ja in den letzten Jahren erleben, ist eine sehr, sehr starke Polarisierung. Und die Frage, ob Demokratie in der Lage ist, tatsächlich Zukunftsfähigkeit herzustellen, das ist schon zentral. Und deswegen sage ich ganz bewusst an die Zuschauerinnen und Zuschauer, die heute diese Debatte sehen, ich habe in den letzten Jahren auch in der Großen Koalition durchaus positive Dinge erlebt. Und ich war und bin nach wie vor ganz stolz. Aber ich bin wirklich erschrocken, wie schnell Errungenschaften infrage gestellt werden. Gerade heute und gestern die Frage zum Beispiel, die Sie alle mit aus guten Gründen entschieden haben, sollen Atomkraftwerke abgeschaltet werden, ja oder nein? Wie halten wir es mit biologischer Vielfalt, Klimaschutz und Landwirtschaft? Sie stellen diese Grundsätze gegeneinander aufgrund einer Krise. Sie gehören aber miteinander gedacht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn ich Ihnen, und wenn Sie jetzt beispielsweise die Hungerproblematik ansprechen und sagen, man müsste mal da ein bisschen auf das und das verzichten hier, dann verkennen Sie, dass ein großer Grund für Hunger in dieser Welt die Klimakrise ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dann verkennen Sie, dass ein großer Grund der Wegfall der biologischen Vielfalt ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Tun Sie doch nicht so, als ob diese Probleme einfach so beiseite gewischt werden könnten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich sage Ihnen auch, es zieht dazu, es ist jetzt die Aufgabe, tatsächlich das weiterzudenken, was in den letzten Jahren passiert worden. Es haben sich nämlich jenseits des Parlaments die unterschiedlichen Gruppen zusammengetan. Wir haben mit der Zukunftskommission Landwirtschaft eine Blaupause für das, was wir zu tun haben. Diese Zukunftskommission Landwirtschaft setzte sich zusammen aus dem Bauernverband,
aus Umweltverbänden, aus Gruppen, die ganz unterschiedlich die Dinge miteinander gedacht haben. Und das ist die Blaupause. Daraus wird was und nicht das Gegeneinander ausspielen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich sage Ihnen auch, Herr Stegemann, vielen Dank für dieses Stichwort. Und jetzt müssen Sie ganz tapfer sein, denn Borchert ist tatsächlich ein sehr, sehr gutes Stichwort. Borchert hat etwas gemacht, und die Borchert-Kommission, wo wir versöhnen Tierhaltung und Planungssicherheit für Landwirtinnen und Landwirte. Was wir nicht geschafft haben, leider in dieser Großen Koalition, auch aufgrund der CDU-Landwirtschaftsministerin, ist gewesen, zum Beispiel zu einer verbindlichen Kennzeichnung zu kommen, weil sie gesagt hat, es ist schlichtweg nicht möglich. Und das verspreche ich Ihnen jetzt, Herr Stegemann. Ist gefährlich, hier das zu machen, weil Sie mich vielleicht daran messen können. Aber ich bin inzwischen ganz sicher, nach der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Grünen und FDP, dass wir diese große Aufgabe in diesem Jahr noch lösen. Borchert wird umgesetzt werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn Sie, Herr Stegemann, jetzt die FDP kritisieren, dann sage ich, warten Sie mal ab. Das, was ich bei Ihnen erlebt habe, genau in diesen Fragen der Zukunftsfähigkeit, war Blockade. Ich erlebe die FDP, ich erlebe die Grünen im Moment so, dass wir ein Ziel haben. Aber Sie haben recht. Die Frage der Finanzierung ist im Moment tatsächlich noch strittig. Aber ich sage ganz bewusst auch, Herr Kollege Stegemann, hier gehört zur Planungssicherheit dazu. Wenn wir den Landwirten einen hohen Standard zumuten wollen, und das wollen wir, weil wir Tierwohl mit der Zukunftsfähigkeit von Landwirten verbinden wollen, dann heißt es auch, die Finanzierungsfrage zu klären. Denn wir können Landwirte nicht dort alleine lassen. Deswegen ist diese Haushaltsberatung die Blaupause für das, was wir im nächsten Jahr garantiert brauchen, nämlich auch mehr Mittel, um Tierschutz und Zukunft der Landwirtschaft in Deutschland tatsächlich zu sichern. Das ist unsere Aufgabe. Ich bin mir sicher, in dieser Ampelkoalition werden wir das schaffen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und da bin ich zum Schluss dann bei Demokratie. Nichts ist selbstverständlich. Alles das, was wir hier entscheiden, ist durchaus auch ganz schnell wieder vielleicht auch veränderbar. Wir reden jetzt aber über einen Bereich, wo viele Menschen richtig viel Geld in die Hand nehmen müssen, um zum Beispiel neue Ställe zu bauen. Und deswegen hoffe ich, dass Sie Ihre Blockadehaltung der letzten Jahre bei diesem Thema beenden und mit uns zusammen an einem Modell arbeiten, was tatsächlich Zukunftsfähigkeit in Deutschland darstellt. Ich lade Sie jedenfalls dazu herzlich ein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dr. Anne-Monika Spalleck, Bündnis 90 Die Grünen, ist die nächste Rednerin. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der letzten Woche hat bei uns im Münsterland ein Landwirt seine reifen Erdbeeren einfach abgemäht und untergepflügt. Hier soll in der nächsten Woche schon Mais wachsen, sagte er, damit der Acker in diesem Jahr noch Geld bringt. Für 500 Gramm Schale Erdbeeren würde er vom Einzelhandel nur 1,01 € bekommen. Damit zahle er drauf. Der Handel kauft aktuell billig Erdbeeren in Spanien. Aber bei den hohen Energie-, Sprit-, Dünge- und Lohnkosten können Deutschlands Erdbeerbauern mit den spanischen einfach nicht konkurrieren. Immer wieder sehen wir Lebensmittel, die vernichtet werden, die zu klein, zu krumm, nicht abzusetzen sind. Das ist in normalen Zeiten schon schlimm, aber in Zeiten von Hungerkrisen völlig irre. Das System unserer Lebensmittelproduktion ist völlig absurd. Und wie verzweifelt müssen Bäuerinnen und Bauern sein, um so zu handeln? Viele geben einfach leise auf. Aktuell verlieren wir im Obstbau jährlich zig Betriebe und Anbauflächen. Und die Selbstversorgungsquote sinkt bedrohlich auf unter 20%. Das Höfesterben schreitet derzeit überall massiv voran. Dabei sind gerade die kleineren Strukturen von fundamentaler Bedeutung für unsere Dörfer, unsere Unabhängigkeit und unsere Artenvielfalt.
Aber jahrzehntelang hat die Politik, gerade die CDU-CSU, immer wieder nur das Wachstum getrimmt der Landwirtschaft auf Kosten von Natur. Dazu kam die Flächenförderung als GAP als Wachstumsbeschleuniger. Und gerade der Obstbau, der mit kleinen Flächen braucht, nur ist dabei der größte Verlierer. Gut ist, dass die Krisenhilfe der EU jetzt mit 120 Millionen aufgestockt wurde. Damit können jetzt die betroffenen Betriebe schnell unterstützt werden. Aber Landwirtschaftspolitik muss nicht die Hausaufgaben von Sozialpolitik oder fairer Steuerpolitik übernehmen. Landwirtschaftspolitik ist nicht dafür zuständig, gesunde regionale Lebensmittel zu Billigstpreisen zu produzieren, sondern Politik muss die Verbraucher in die Lage versetzen, auch gesunde, nachhaltige Lebensmittel einkaufen zu können. Und genau da handelt die Bundesregierung genau richtig, indem sie mit den langfristigen und kurzfristigen Maßnahmen der Entlastungspakete die Einkommen entlastet und auch den 12-Euro-Mindestlohn einführt. Energiepreispauschale, Kinderbonus, Erhöhung des Grundfreibetrages, Arbeitnehmerpauschbetragerhöhung und. Ich könnte noch vieles aufzählen. Und richtig wäre jetzt auch die Reduzierung der Mehrwertsteuer, wie es Cem Özdemir vorgeschlagen hat und viele andere Sozialverbände ja auch. Aber für unsere Versorgungssicherheit und die unserer Enkel ist jetzt die sozialökologische Transformation der Landwirtschaft wichtiger denn je. Es ist jetzt unsere Aufgabe, diesen seit Jahrzehnten völlig in die falsche Richtung gesteuerten Tanker wieder auf den richtigen Kurs zu bringen. Und erste Weichen sind in diesem Haushalt gestellt. 1 Milliarde Umbau der Tierhaltung, Aufstockung, Bundesprogramm Ökolandbau und. Kommen Sie bitte zum Schluss. Fakt ist, das Höfesterben steht im direkten Zusammenhang mit der Klimakrise und Artensterben. Und diese Krisen müssen wir alle zusammen denken. Sonst ist es zu spät. Herzlichen Dank. Und ich erteile das Wort der Kollegin Mittag, SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Damen und Herren, dieses Jahr ist das Jahr der Entscheidung. Und Entscheidungen werden getroffen, ja, das hat unser Bundeskanzler Olaf Scholz gestern schon mal gesagt. Und das stimmt nicht nur im Rahmen der Generaldebatte, sondern auch im Bereich Ernährung und Landwirtschaft. In diesem leider dieses Mal nur halbjährigen Haushalt, wir sind ja schon im Jahr fortgeschritten. Bei den kurzfristigen Haushaltsansätzen möchte ich noch mal die Unterstützung aufgrund des Ukraine-Krieges nennen, um mal dieser Dominanz der ewigen Waffendebatten mal was entgegenzusetzen. Neben der Zusammenarbeit mit anderen Ministerien und der Koordinierungsstelle mit der ukrainischen Landwirtschaft bzw. dem Landwirtschaftsministerium und weiteren Institutionen werden jetzt 5 Millionen zum Beispiel auch für Tierarzneimittel in die Ukraine geschickt. Denn dort findet ja auch noch Nutztierhaltung statt. Sowie 5 Millionen für die Unterstützung von Tierheimen für die von Flüchtlingen mitgenommenen Haustiere, für Unterbringung und Impfung. Das ist eigentlich ein unwesentlicher Teil. Das wird sehr viel von Ehrenamtlichen erledigt und das bedarf der Unterstützung. Das ist ein sehr guter Haushaltsanschlag. Weitere Krisenhilfen an unsere Landwirte sind ja schon erwähnt worden, wie die 180 Millionen. Und das ist bei weitem noch nicht alles. Aber diese Etatansätze führen auch zu einem Themenbereich, der hier oftmals gar nicht erwähnt wird. Und das sind die internationalen Maßnahmen zur Unterstützung der Landwirtschaft und der Ernährungssicherung mit einem Gesamtetat von 65 Millionen, der im letzten Haushalt auch nicht ausgeschöpft worden ist. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob die zukünftigen Projekte den globalen und individuellen Herausforderungen der unterschiedlichen Länder überhaupt gerecht werden und ob sie ausreichend vernetzt sind und abgestimmt mit den Bereichen zum Beispiel der wirtschaftlichen Entwicklung, mit der Außenpolitik, mit weiteren internationalen Projektträgern. Und die Frage kann jetzt schon beantwortet werden. Sie sind es nicht. So umfasst Landwirtschaft und Ernährung, vielleicht auch für einige Überraschung, hier in dem Bereich den Bereich der äußeren Sicherheit. Aber auch in der inneren, der sozialen und der Ernährungssicherheit ist Landwirtschaft und Ernährung unterwegs. Dazu gehört zum Beispiel auch die zivile Notfallreserve von Nahrungsmitteln, deren Konzept überprüfungsbedürftig ist und sich die Frage stellt, ob sie den derzeitigen Lagen, die wir jetzt in den letzten beiden Jahren gehabt haben und noch immer haben, überhaupt noch entspricht. Der Etat von 27 Millionen ist ja nicht unerheblich, aber seit 2017, da ist das mal entworfen worden, da hat sich die Welt aber einigermaßen verändert.
aber auch der Umgang zum Beispiel mit einer Gasmangellage. Welche Bereiche der Tierhaltung und Ernährungsversorgung sind denn wie betroffen und wie sind sie zu sichern? Da habe ich ja auch noch nicht viel von gehört. Und wie in Katastrophenfällen der Bestand zum Beispiel in Tierhaltungsanlagen gerettet werden kann. Erwähnt wäre hier nur zum Beispiel im Rahmen der präventiven Hochwasserschutzes, bei dem es ebenfalls Nachbesserungsbedarf gibt. Auch der Bereich Landwirtschaft ist da nicht zu unterschätzen. Ein Beitrag der sozialen und der Nahrungssicherheit ist dabei jahrelang etwas nachrangig betrachtet worden, die Fischerei, aber das habe ich mit Begeisterung wahrgenommen, sie ist bislang mehrfach erwähnt worden. Das ist nämlich die Landwirtschaft auf See. Und wir sind sehr froh, dass neben Betriebshilfen aufgrund der derzeit schwierigen Lage auch zukunftsorientiert Fördermöglichkeit zur Umstellung auf emissionsärmere Antriebe, aber auch für Aquakulturen unterschiedlicher Konzepte angeboten werden können. Und das ist die Zukunft der Fischerei. Damit können wir sie besser absichern und wir wollen damit deutlich machen, die Fischerei ist uns wichtig. Und bei allen Maßnahmen in diesem Bereich, sei es auf dem Acker, im Wasser oder im Stall, bei der Verarbeitung, bei der Lagerung oder Vermarktung, immer und jetzt ist zukünftig ein ganz entscheidender Faktor die Digitalisierung. Sie wird in allen Bereichen von Ernährung und Landwirtschaft gebraucht. Und hier findet sich ein Mittelaufwuchs auf über 51 Millionen Euro statt, wo letztes Mal auch nicht alles abgerufen worden ist. Aber für Datenbanken, autonome Systeme, Auswertung, vereinfachte Kontrollen und ehrlich gesagt, das war mir auch eine Herzensangelegenheit, die Förderung zur Anschaffung drohnengestützter Werbebildkameras zur Kidsrettung. Das ist im letzten Mal sehr oft massiv angenommen worden. Das ist eine Hilfe für Landwirte, ihrer Verpflichtung nachzukommen, vor der ersten Mahd ihre Wiese nach abgelegten Kitzen abzusuchen. Und ein großer Dank an die vielen Hegeringe, die in ehrenamtlicher Arbeit in frühen Morgenstunden loslaufen und damit die Wiesen absuchen und die Landwirte unterstützen. Ich war auch schon mal dabei, damit die Kitze nicht von Mähwerken erfasst werden und, ja, man kann leider sagen, zerstückelt werden. Auch wenn es heute gegenteilige Pressemitteilungen gab, das ist veraltet. Und so umfasst dieser Haushalt nicht nur große Projekte, kurzfristige Hilfen, zukunftsorientierte Pläne und Vorhaben, sondern auch Beiträge, die leicht in Hintergrund geraten, wenn sie so klein, aber doch so wichtig sind. Herzlichen Dank. Und die Kollegin Christina Stumm, CDU-CSU-Fraktion, ist die nächste Rednerin. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nach 175 Tagen im Amt hat Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir es fertiggebracht, genau zwei Gesetze vorzulegen. Ansonsten gibt es außer Ankündigungen wenig, keine Gesetzesentwürfe, keine konkreten Konzepte. Alles bleibt an der Oberfläche. Die Geduld unserer Landwirte neigt sich so langsam dem Ende zu. Herr Minister, wann wollen Sie denn endlich anfangen mit Ihrer Arbeit oder wollen Sie als ewiger Ankündigungsminister in die Geschichte eingehen? In Ihrem Koalitionsvertrag haben Sie eine verbindliche Tierhaltungskennzeichnung noch für dieses Jahr angekündigt, die auch Transport und Schlachtung umfassen soll. Ebenso wollen Sie eine umfassende Herkunftskennzeichnung auf den Weg bringen. Dieses Jahr ist allerdings schon fast zur Hälfte um und vorgelegt haben Sie bislang nichts. Stattdessen warten Sie bei der Herkunftskennzeichnung auf eine Vorlage der EU-Kommission. Dabei machen uns die Nachbarländer Frankreich und Österreich doch vor, dass es auch nationale Lösungen gibt. Bei der Haltungskennzeichnung las man in der Presse nichts Beglückendes. Ihre ersten Pläne gingen weg vom bereits im Lebensmitteleinzelhandel etablierten und beim Verbraucher hinreichend bekannten Einsortiersystem hin zu einem System wie bei der Eierkennzeichnung. Wir nehmen mit Verwunderung zur Kenntnis, dass Sie diese Idee inzwischen wieder zurückgezogen haben. Offenbar sind Sie sich innerhalb Ihrer Koalition nicht einig, wie Sie damit verfahren. Unsere Tierhalter brauchen aber gerade jetzt die Planungssicherheit, also liefern Sie doch endlich. Und wir in der Union setzen uns für eine Kombination aus Tierhaltungs- und Herkunftskennzeichnung 5D ein. Nur die garantiert, dass das Tier hier geboren, aufgezogen, gemästet, geschlachtet und verarbeitet wurde. Dies wünschen sich unsere Verbraucherinnen und Verbraucher. Sie möchten mehr Informationen und Transparenz beim Kauf von Lebensmitteln tierischer Herkunft. Und dazu gehören die Haltungs-, Schlachtungs- und Transportbedingungen der Tiere, um mit gutem Gewissen Fleisch verzehren zu können.
Sehr geehrter Herr Minister, für 2023 haben Sie eine Ernährungsstrategie versprochen. Das ist sehr erfreulich. Aber auch zu diesem Vorhaben gibt es bislang keine erkennbaren Anzeichen von Aktivitäten. Man hört hierzu leider nichts. Die Ernährungspolitik sollte aber eine der maßgeblichen Querschnittsaufgaben in dieser Legislaturperiode sein. Zum einen sollte sie ressortübergreifend integriert werden, zum anderen müssen auch Praktiker, Wissenschaftler und Akteure aus allen relevanten Bereichen, Berufs- und Altersgruppen eingebunden werden. Wenn Sie damit nicht bald anfangen, dann wird es dies auch bis nächstes Jahr nicht geben. Meine Damen und Herren, wir sind uns auch alle darin einig, dass gesunde Ernährung für alle zugänglich sein muss. Deshalb braucht es angemessene Rahmenbedingungen und Verbraucherinformationen für alle Zielgruppen. Wir in der Union werden nicht akzeptieren, dass es in Deutschland einen Speiseplan nach dem Gehaltszettel gibt. Gerade in Zeiten ohnehin drastisch steigender Lebenshaltungskosten kommt es auf eine soziale Ausgewogenheit der Ernährungspolitik doch an. Dabei wollen wir niemanden erziehen oder bevormunden, sondern der mündige Verbraucher soll selbst entscheiden, was auf den Tisch kommt. Mit dem Nutri-Score haben wir im November 2020 eine erweiterte visuelle Nährwertkennzeichnung für Fertiglebensmittel in Deutschland eingeführt, die den Verbraucher eine gute Hilfestellung bei der Lebensmittelauswahl bietet. Seither haben sich 300 deutsche Firmen mit 577 Marken für eine Verwendung registriert. Das ist zu begrüßen und weiter auszubauen. Lassen Sie mich noch auf die ländliche Region zu sprechen kommen. Rund 90% der Fläche in Deutschland sind ländlich geprägt. Rund 57% der Bevölkerung leben auf dem Land. Ländliche Räume sind Lebensraum und Wirtschaftsstandort zugleich. Die Ampel hat aber hier andere Prioritäten. Warum sonst setzt sie hier den Rotstift denn an? 6 Millionen Euro weniger soll es zukünftig für den Bundeshaushalt für das Bundesprogramm ländliche Entwicklung geben. Herr Minister Özdemir macht offensichtlich lieber mehr Politik für Großstädte, anstatt gutes Leben und Arbeiten auf dem Land zu fördern. Meine Damen und Herren, regionale Daseinsvorsorge ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Wir brauchen mehr Digitalisierung in der Fläche, denn mit neuen digitalen Technologien können Lebensmittel umweltfreundlicher werden. Es geht um sparsame Ausbringung von Dünger- und Pflanzenschutzmitteln, aber auch um moderne Züchtungsmethoden für widerstandsfähige und ertragreiche Pflanzen. Innovation statt Produktionsverzicht ist hier die Zukunft. Zu starken ländlichen Räumen gehört aber auch die Unterstützung des Ehrenamts. Gerade in den letzten Wochen hat sich angesichts der vielen ukrainischen Flüchtlinge eindrucksvoll gezeigt, wie unerlässlich ehrenamtliches Engagement in den Gemeinden war und ist. Vor allem auch die Tafeln sind an dieser Stelle zu nennen. Rund 60.000 Ehrenamtliche haben wir bundesweit, die hier unverzichtbare Arbeit leisten. Leider haben während der Corona-Pandemie viele von ihnen aus Angst vor Ansteckung ihre Arbeit ruhen lassen. Das haben mir vor kurzem auch die Mitarbeiter der Weiblinger Tafel in meinem Wahlkreis berichtet. Zeitgleich sind immer mehr Menschen auf die Tafel angewiesen. Hinzu kommen steigende Betriebskosten. Deshalb sind wir in der Union der Ansicht, dass wir gerade hier jetzt die Tafel unterstützen müssen, damit sie weiterhin ihre wichtige Arbeit leisten können. Sehr geehrter Herr Minister, die Zeiten sind ernst. Echte Lösungen statt Ideologie täten unserem Land sehr gut. Deshalb setzen Sie sich mit den Betroffenen, mit den Landwirten, mit allen Beteiligten einen Tisch. Bauern müssen wirtschaften können und nicht in Auflagen erstickt werden. Es ist höchste Zeit für einen Ernährungsgipfel angesichts der drängenden Fragen, von denen wir stehen. Denn wie meine Vorredner völlig zu Recht festgestellt haben, der Krieg in der Ukraine wirkt sich nicht nur auf unsere Lebensmittelpreise aus, er gefährdet insbesondere die Ernährungssicherheit auf der ganzen Welt. Vielen Dank. Und der nächste Redner, Dr. Gero Clemens Hocker, FDP-Fraktion. Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist Usus, dass auf jedem Lebensmittel, das wir erwerben, sehr deutlich und transparent erkennbar ist, wie lange es haltbar ist, wie viele Kalorien es beinhaltet,
wie viel Eiweiß, wie viele Kohlenhydrate, wie viele Kalorien es enthält. Aber bei tierischen Lebensmitteln, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ist nicht erkennbar, wie und vor allem, wo das Tier gehalten wurde, wo es geboren wurde, wo es gezogen wurde. Hierüber wollen wir und werden wir endlich Transparenz herstellen. Denn, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit nichts kann der Verbraucher einen größeren Beitrag leisten für mehr Tierwohl, für mehr Klimaschutz, für mehr Nachhaltigkeit und für mehr Biodiversität als durch die bewusste Entscheidung für Lebensmittel, die in Deutschland entstanden sind. Denn, meine sehr verehrten Damen und Herren, in kaum einem anderen Land dieser Welt sind die Haltungsstandards so hoch wie in Deutschland. Und wir sollten stolz darauf sein, dass wir das auch endlich auf den Lebensmitteln anbringen, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Stattdessen tourt die Union durchs Land und erklärt, dass die Ampel einfach nur die Pläne der Vorgängerregierung umsetzen müsste und dann wäre so schon vieles erreicht. Ja, Herr Kollege Stegemann bestätigt das nochmal. Ich sage Ihnen eins, wenn das politisch alles so einfach wäre, lieber Albert Stegemann, dann wissen wir doch alle in diesem Hause, dann hättet ihr das doch gemacht. Aber es ist eben nicht so einfach. Ihr würdet doch nicht sozusagen Pläne auf den Weg bringen und dann gönnerhaft der nächsten Regierung es überlassen, diese Probleme oder diese Pläne umzusetzen. Das ist politisches Harakiri wäre das. Und deswegen wird sehr deutlich, es ist eben nicht so einfach und der Teufel steckt im Detail. Ich sage Ihnen eins, kein anderer Berufsstand, lieber Albert Stegemann, ist in den letzten Jahren so häufig mit Versprechungen überzogen worden, die dann aber nachher von der Politik nicht gehalten wurden und die quasi wie Staub. Mal, es geht gar nicht um Politik. Wer, welche Farbe? Darum geht es mir gar nicht. Ich habe gesagt, die Politik insgesamt. Politik insgesamt. Kein Berufsstand ist in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten mit mehr Versprechungen überzogen worden, die nachher wie Staub zusammengefallen sind. Und deswegen haben wir gemeinsam die Verantwortung, eben nicht rauszugehen mit Finanzierungsmodellen, die am Ende doch nicht tragen, mit Zusagen, wenn Landwirte vielleicht über 20 Jahre ihren Stall umbauen, eine Finanzierung machen und eine Gewähr brauchen, dass keine neuen Standards dazukommen, mit Instrumenten, die eben nur über 7 Jahre eine entsprechende Garantie geben. Und deswegen sage ich ganz ausdrücklich, es funktioniert nicht mit einer Mehrwertsteuer, die ja per Definition schon zweckungebunden ist, ganz gezielt bestimmte Dinge in unserem Lande zu fördern, wie zum Beispiel einen Stallumbau. Das ist mit Zitronen gehandelt. Und da seien Sie doch bitte so ehrlich, das den Menschen auch zu sagen, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Zweiter Punkt. Eine Abgabe könnte man ja auch einführen. Eine Abgabe, das gestehe ich zu, die ist per se ja erstmal gebunden an bestimmte Aufgaben. Aber das sage ich ganz ausdrücklich als Vertreter der Freien Demokraten, wir wissen genau, wie es mit der Zweckgebundenheit einer Abgabe tatsächlich im politischen Alltag aussieht. Also der Solidaritätszuschlag, der ist vor 30 Jahren mal auf den Weg gebracht worden, weil man eben ganz gezielt die besonderen Herausforderungen der deutschen Einheit finanziell abbilden wollte. Und wir wissen, dass seit Jahrzehnten dieser Obolus schon lange nicht mehr in die neuen Bundesländer fließt. Deswegen ist auch hier die Frage doch zu stellen, ob das tatsächlich eine verlässliche Perspektive ist, verlässliche Rahmenbedingungen. Genau das ist es, was die Landwirte brauchen. Und was bislang von Ihrer ehemaligen Regierung auf dem Tisch liegt, sind reine Lippenbekenntnisse und nichts, was wirklich tatsächlich über 20 Jahre tragen würde. Und das muss man an dieser Stelle auch mal sehr deutlich sagen. Und vor allem würden zusätzliche Steuern oder Abgaben das Urproblem noch verschlimmbessern. Und das Urproblem ist darin zu sehen, dass eben Lebensmittel, die im Ausland zu niedrigeren Standards erzeugt wurden innerhalb des europäischen Binnenmarktes, auch günstiger angeboten werden können und die in Deutschland produziert wurden, einen höheren Preis abverlangen. Und wenn man jetzt mit einer pauschalen Steuer oder einer Abgabe hingehen würde und beides verteuern würde, würde relativ das deutsche Lebensmittel noch zusätzlich verteuert werden. Das wird nicht dazu führen, dass mehr Menschen tatsächlich zum Lebensmittel, das in Deutschland entstanden ist, greifen würden. Was Landwirte wirklich brauchen, wer ihnen wirklich eine Perspektive in Deutschland geben will, der kämpft für die Angleichung von Produktionsstandards innerhalb des europäischen Binnenmarktes. Der kämpft für ein Auflagenmoratorium, damit eine Investition
Produktion sich tatsächlich auch am Markt amortisieren kann. Und er sagt dem Verbraucher, dass er seinen hehren Versprechungen auch tatsächlich endlich Taten folgen lassen muss und er auch tatsächlich zu dem Lebensmittel greifen muss, das er einfordert, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Damit würde man Landwirtschaft tatsächlich einen Nutzen bringen. Kommen Sie bitte zum Schluss. Ganz ausdrücklich, verehrte Frau Präsidentin, danke für den Hinweis. Es ist, glaube ich, recht deutlich geworden, dass wir in den letzten Monaten das Korrektiv gewesen sind. Herr Hocker, dass aber dann letzter Satz. Das ist der letzte Satz. Ich habe den gerade erst angefangen. Immer dann den Finger erhoben haben, wenn tatsächlich zu viel Ideologie und zu wenig Pragmatismus existiert. Und das werden wir in den nächsten 3,5 Jahren Herr Hocker, auch weiter so behalten. Das war ein langer letzter Satz. Rita Hagel-Kehr, SPD-Fraktion, ist die nächste Rednerin. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir stehen für eine Ernährungswende. Das heißt, eine Ernährungspolitik, die auf Gesundheit und Nachhaltigkeit setzt und die Verbraucherinnen und Verbraucher stärker unterstützt. Daher haben wir im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir bis 2023 insbesondere mit Blick auf die Kinder gemeinsam mit allen Akteuren eine Ernährungsstrategie erarbeiten, die eine gesunde, klimaschonende und umweltschonende Ernährung zum Ziel hat. Das ist uns als SPD ein Herzensanliegen und dafür haben wir sehr lange Zeit gekämpft. Wir haben kein Erkenntnisdefizit, sondern ein Handlungsdefizit. Wissenschaftler und Ärztinnen und Ärzte, Fachverbände, Krankenkassen, Verbraucherschützerinnen und Verbraucherschützer fordern schon lange ein Umdenken in der Ernährungspolitik. Auch die aktuelle Forsa-Umfrage zu den Folgen der Corona-Krise bei Kindern hat nochmals deutlich gemacht, dass wir keine Erkenntnis, sondern ein Handlungsdefizit haben und dass wir dringend eine Ernährungsstrategie brauchen. 16% der Kinder und Jugendlichen sind dicker geworden in der Zeit mit Corona. Bei Kindern im Alter von 10 bis 12 Jahren sind es sogar 32%. Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sind doppelt so oft betroffen als Kinder und Jugendliche aus eher einkommensstarken Familien. Also hier ist das Verhältnis 23:12. 27% der Kinder und Jugendlichen haben angegeben, häufiger zu Süßwaren als zuvor zuzugreifen. Deswegen freut es mich besonders, dass im Einzelplan 10 unter den Maßnahmen zur Förderung ausgewogener Ernährung Mittel zur Verfügung gestellt werden, die ausschließlich für die Ernährungsstrategie ausgegeben werden müssen. Das ist ein wichtiger und richtiger Schritt, um einen Anschub für die Umsetzung unseres Koalitionsvorhabens. Dies soll natürlich in den nächsten Jahren noch stark ausgebaut werden. Was ist für eine Ernährungsstrategie wichtig? Erstens, das Essens- bzw. Lebensmittelangebot zu verbessern. Die Reduktionsstrategie Zucker, Salz und ungesunde Fette im verarbeiteten Lebensmitteln wirksam zu reduzieren. Hier ist ja die Vorgängerministerin eher nur auf freiwillige Basis gesetzt. Verbindliche Ernährungsprofile nach den WHO-Kriterien. Verbindliche Einführung der Standards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung in der Gemeinschaftsverpflegung. Zweitens, Zugang zu gesundem Essen durch positive Anreize und gesunde Ernährungsumgebung für alle erleichtern. An Kinder gerichtete Werbung für ungesunde Produkte wollen wir verbieten. Gleichzeitig ist ein finanzieller Anreiz für gesunde Lebensmittel nötig. Das heißt, auch eine Mehrwertsteuersenkung für Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte käme in Betracht und dafür ein höherer Mehrwertsteuersatz für ungesunde Produkte als Ausgleich. Das Bewusstsein für gesunde und nachhaltige Ernährungsweise müssen wir durch mehr Transparenz und bessere Aufklärung stärken. Ernährungsbildung an Schulen und Kitas, Aufklärungskampagnen, EU-weite Nutri-Score-Kennzeichnungspflicht und ein Kriterium für ein staatliches Nachhaltigkeitslabel. Die landwirtschaftliche Erzeugung muss stärker an den Erfordernissen einer nachhaltigen Ernährungsweise ausgerichtet werden. Zum Beispiel durch Stärkung der Eiweißpflanzenstrategie.
Die Maßgaben der Zukunftskommission Landwirtschaft wurden schon von meinem Kollegen Matthias Mirsch erklärt. Die müssen wir nur umsetzen. Und wir brauchen nichts Neues entwickeln. Nun ist es am BMEL, dass sie eben diesen Entwurf einer Ernährungsstrategie vorlegen und die zur Verfügung gestellten Mittel für dieses Jahr ausschöpfen. Zwei wichtige Punkte fehlen mir allerdings in diesem Haushalt. Das ist einmal der Bereich der Schul- und Gemeinschaftsverpflegung, wo wir auch eine Anschubfinanzierung brauchen, für die Modellregionen. Außerdem für eine Aufklärungskampagne für Verbraucherinnen und Verbraucher zum Vorteil einer Ernährung mit pflanzlichen Eiweißalternativen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Uhr tickt. Die Kosten für die Folgen von ungesunder Ernährung müssen wir alle tragen, auch in Zukunft. Und Kinder und Jugendliche sind unsere Zukunft. Darum ist es an uns, dies nun endlich umzusetzen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich erteile das Wort der Kollegin Christina Johanne Schröder, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Gästinnen. First things first. Gestern war Welttag der Bäuerin. Und das ist ein guter Anlass, um einfach mal Danke zu sagen. Danke für Lebensmittelsicherheit, Lebensmittelqualität und harte Arbeit. Bevor ich auf den Haushalt eingehe, Herr Rief, es ist mir seit Ihrer Rede ein Anliegen, etwas zu Ihnen zu sagen. Afrika ist ein sehr großer Kontinent mit sehr unterschiedlichen Staaten, mit sehr unterschiedlicher Agrarstruktur. Und ich habe das Gefühl, es interessiert Sie nur, wenn es gegen Biodiversität geht. Christlich, das ist ja die Union. Was fordern die Kirchen? Aufbau bäuerlicher Struktur, um Hunger langfristig zu bekämpfen. Saatgutvielfalt. Genau das ist das, was gefordert wird, um Hunger dauerhaft zu bekämpfen. Aber davon höre ich bei Ihnen nichts in der Debatte. Wir hören Ihnen ja die ganze Zeit zu. Und wir machen mal einen Statusbericht. Der Strukturwandel in der Landwirtschaft, das Wachsen und Weichen und das Höfesterben, all das haben Sie mit Ihrer Politik der Union verursacht. Es gibt Dürrejahre, es gab Ernteeinbußen, es gab Mäuseplage, es gab den Verlust von Wasserspeicherkapazität im Boden, es gab Überschwemmungen. All das sind Ursachen der Klimakrise, unter denen Landwirte ganz konkret leiden. Und Ihre Antwort, die gibt es darauf nicht. Sie machen einfach die Augen dafür zu, wie kleine Kinder, wenn sie etwas nicht sehen wollen. Tiere und Menschen leiden unter dem Kostendruck, den Ihre Politik verursacht hat. Sie haben so viel Vertrauen zerstört, dass es jetzt ein langer Weg wird, den aufzubauen. Und wir haben uns mit diesem Haushalt auf den Weg gemacht. Es ist wichtig, dass wir einen soliden Pfad bauen, der mehr als 4 Jahre hält und dass wir fangen mit der Tierhaltungskennzeichnung an, einer staatlichen und einer verbindlichen. Es geht weiter mit dem Bau- und Emissionsrecht. Es geht auch darum, eine Investition für Tierwohlstelle zu schaffen. 1 Milliarde, die ist im Haushalt eingestellt. Und wir brauchen eine dauerhafte Finanzierung für diese Tierhaltung. Wir brauchen diese Finanzierung, muss dafür sorgen, dass eben die Bäuerinnen und Bäuer sich auf diesen Weg machen und ihre Tierhaltung langfristig umstellen. Wir haben auch noch einen Haushaltsposten, der hier viele Fans hat. Das ist die Küstenfischerei. Sie wurde heute schon mehrfach erwähnt. Und wir kennen das schöne Bild der Fischkutter in den Häfen. Wir empfinden das als touristisches Highlight, aber oft stecken Familien, Generationen und Traditionen dahinter. Und ohne die 10 Millionen Euro im Haushalt würden viele dieser Küstenfischereien diesen Sommer nicht mehr erleben aufgrund des gestiegenen Schiffdiesels. Einen weiteren Punkt möchte ich einmal highlighten, und das ist die 1,6 Millionen Euro für die Eiweißpflanzenstrategie, die wir erhöhen.
Denn das ist was ganz Wesentliches. Einmal, weil wir natürlich viel mehr heimisches Futter für unsere Tiere brauchen. Aber auch wir Menschen brauchen viel mehr Eiweißfutter. Und bei uns hier in Niedersachsen, ich komme aus dem Agrarland Nummer 1, da gibt es einen großen Hersteller, der sucht händeringend nach Produzentinnen für Eiweißpflanzen, weil es so viele Ersatzprodukte gibt, die die Menschen essen wollen. Und das ist großartig, weil es eine klimafreundliche Chance ist, einfach den Bedarf an Nahrung zu stillen und eben die Resilienz, die ökonomische und die ökologische Resilienz zu stärken. Ich freue mich auf den gemeinsamen Weg mit der Ampel und dem BMEL. Vielen Dank. Und der Kollege Max Straubinger, CDU-CSU-Fraktion, ist der nächste Redner. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, am Ende dieser Debatte kommt noch die Frau Kollegin noch, aber dann ist ja die Abstimmung auch über den Haushalt. Und da muss man mit feststellen, dass letztendlich die Zukunftsperspektiven für die Landwirte in Deutschland nicht besser geworden sind. Der Bundesminister hat in seiner Regierungserklärung am 14.01.2022 formuliert, es geht darum, dass die Landwirte Wertschätzung erfahren. Ich kann diese Wertschätzung in diesem Haushalt für die Landwirte nicht erkennen, Herr Bundesminister. Oder verstehen Sie Wertschätzung darunter, dass die Bundesmittel gekürzt werden für die landwirtschaftliche Unfallversicherung und damit die Preise in der landwirtschaftlichen Unfallversicherung und die Belastungen für die Landwirte um 17% steigen werden? Wenn das Ihre Wertschätzung ist, der Landwirtschaft gut, dann ist das Ihr Mantra, aber nicht das unsere, und wir verstehen das so nicht. Verstehen Sie Wertschätzung unter Kürzungen für Zukunftsinvestitionen in der Landwirtschaft? Wir verstehen das anders, die Wertschätzung hier mit in unserem Lande für die Bäuerinnen und Bauern. Es geht nämlich um Unterstützung für die Bäuerinnen und Bauern. Und wenn verschiedenste Redner der Koalition Planungssicherheit mit angemahnt haben, so können sich und so müssen diese Planungssicherheit auch erarbeitet werden. Jetzt wurde vielfältigst immer der Fingerzeig auf uns als CDU/CSU in der Vergangenheit 16 Jahre Verantwortung gezeigt. Aber Herr Kollege Mirsch, wer hat es verhindert, dass Planungssicherheit für moderne Ställe geschaffen worden wäre? Das war doch die SPD-Fraktion in der Vergangenheit, die uns daran gehindert hat, dass offene Ställe, luftige Ställe hier auch im ländlichen Raum errichtet werden hätten können. Das ist Ihre Bilanz. Und jetzt heute so zu jammern, also das kann so wirklich nicht sein. Werte Damen und Herren, ich frage mich, wo war auch die Unterstützung für die Obstbauern, für die Gemüsebauern des Landwirtschaftsministers? Die Frau Kollegin Dr. Spalek hat vorhin auch tränenreich also dargelegt, dass Erdbeerfelder umgepflügt werden, dass also Spargelfelder nicht mehr abgeerntet werden können und dergleichen mehr. Ja, wo war die Unterstützung für eine Übergangslösung bei der Mindestlohn, bei der Schaffung des Mindestlohns von 12 Euro? Es ist, ja, das kommt aber, und da müssen sich auch die Landwirte darauf einstellen. Wo war die Unterstützung des Ministers des Bittens der Gemüsebauern um die Verlängerung der 70-Tage-Regelung auf 102 Tage? Wo war da die Unterstützung des Ministers und Ihrer grünen Fraktion? Also es geht nicht an, Frau Dr. Spalek, hier tränenreich also den Wettbewerb zu bejammern und dass die deutschen Verbraucher letztendlich auf die billigeren Produkte hinlangen und hingreifen und damit letztendlich die Produktion in Deutschland verschwinden wird. Das ist letztendlich das Ergebnis Ihrer Politik, die Sie betreiben. Und diese Politik ist zur Ideologie geleitet. Und das merkt man ganz besonders
in der Bewältigung oder beziehungsweise Nichtbewältigung der aktuellen verbrecherischen Situation in der Ukraine, die wir erleben müssen durch Russland. Und jetzt bedeutet, dass hinterher dann die Menschen hungern werden müssen. Heute laufen durch die Ticker 300 Millionen Menschen werden von Hunger letztendlich oder leiden möglicherweise Hunger in der Zukunft. Ja, und das ist der gerade Auftrag an uns, an die Europäische Union, an Deutschland, hier einen Beitrag zu leisten, dass mehr produziert wird in unserem Land. Und wir sind uns ja völlig einig mit den Kollegen der FDP. Nur ich frage, was macht die FDP? Die FDP in dieser Koalition, sie sollte sich ja dahinter klemmen, damit in der Europäischen Union diese Bundesregierung endlich Initiativen ergreift, dass zukünftig die Flächenstilllegung 2023 nicht stattfinden wird von 4%. Was tun Sie? Wo ist Ihr Antrag? Wo ist Ihr Engagement? Ich kann nichts erkennen. Also muss man ja mitsehen. Also, da, die Bäuerinnen und Bauern, die warten drauf. Wir stellen diese Anträge. Sie sind in der Regel immer dabei, diese abzulehnen. Also wo ist Ihre Stimme für die Bäuerinnen und Bauern? Ich kann sie nicht erkennen, also Herr Kollege Hocker. Und der Herr Bundesminister hat in seiner Regierungserklärung auch gesagt, also, dass gute Grundlagen da sind für die Zukunft der Landwirtschaft. Jetzt sage ich mal, die Zukunftskommission natürlich und viele andere Dinge, die schon bereitet worden sind, Borcher-Kommission und. Das ist alles da. Nur in den letzten halben Jahren ist nichts gearbeitet worden. Und letztendlich trifft fast das Wort zu, das der Kollege Hocker einmal dargelegt hat. Ja, der Kollege Hocker hat formuliert, es hat in den letzten 6 Monaten seit dem Stehen dieser Bundesregierung nicht zum einen einzigen gesetzgeberischen nationalen Alleingang geführt. Lieber Kollege Straubinger, kommen Sie bitte zum Schluss. Das hat aber jetzt einen neuen Sinn bekommen, nämlich weil die Regierung gar nichts getan hat. Also das ist natürlich mit dabei. In diesem Sinne lieber Max Straubinger. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Isabel Mackensen-Geis, SPD-Fraktion, ist die letzte Rednerin in dieser Debatte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir hören Sie eindrucksvoll die Stimmen nach einer rückwärtsgewandten Agrarpolitik. Sie werden wieder lauter. Doch wir dürfen die bestehenden Krisen nicht gegeneinander ausspielen. Es geht nicht um schnelle Lösungen, denn die Klima- und Biodiversitätskrise gefährdet unsere Lebensgrundlage. Nur auf gesunden Böden können wir auch langfristig gesunde Lebensmittel anbauen. Auch müssen wir uns über die wahren volkswirtschaftlichen Kosten unseres Ernährungssystems ehrlich machen. Denn die Preise an der Ladenkasse sprechen nicht immer die Wahrheit. So entstehen durch Nitrat im Grundwasser versteckte Kosten, die von der Gesellschaft an anderer Stelle bezahlt werden müssen, wie durch erhöhte Wasserpreise. Am Dienstag hatten wir in unserer AG Ernährung und Landwirtschaft Herrn Professor Strohschneider, den Vorsitzenden der Zukunftskommission Landwirtschaft, zu Besuch. Ich möchte auch noch einmal deutlich machen, wir stehen auch in der jetzigen Krise zu dem historischen Kompromiss und den Schlussfolgerungen der Zukunftskommission. Die Vermeidung der Übernutzung unserer natürlichen Ressourcen muss sich für die LandwirtInnen betriebswirtschaftlich lohnen. Denn die Landwirtschaft ist systemrelevant. Die Transformation ist unsere gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Mit diesem Haushalt unterstützen wir die Landwirtschaft konkret. Der Ökolandbau ist ein wichtiger Faktor für regionale sowie widerstandsfähige Wertschöpfungsketten und bleibt auch in Krisenzeiten ein wesentliches Element einer zukunftsfähigen Landwirtschaft in Deutschland. Durch die Streichung des Buchstaben N beim Bundesprogramm Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft, ja, ein langer Titel, kurz Böllen, schafft die Ampel im Haushalt einen eigenen Fördertopf nur für den Ökolandbau. Somit werden in diesem Jahr 32,5 Millionen Euro zielgerichtet für den Forschungsbedarf des Ökolandbaus bereitstehen, um das Ziel 30% Ökolandbau bis 2030 zu erreichen.
Ein weiteres Thema, das mich bewegt und zu welchem am 16. Mai eine Sonderagrarministerkonferenz stattfand, ist unser Wald. Die Situation ist ernst. Auch in diesem Frühjahr hat es in vielen Regionen zu wenig geregnet. Laut dem Deutschen Wetterdienst gehörte der März zu den trockensten seit der Wetteraufzeichnung. Die Ansprüche an unsere Wälder haben zugenommen. Bedarf des Rohstoffs Holz, Beitrag zum Klimaschutz, Förderung der Biodiversität und natürlich der Erholungsort für uns alle. Wir entwickeln ein System zur Honorierung dieser Ökosystemleistungen, mit dem wir die kommunalen und privaten Waldbesitzenden bei dem Umbau unterstützen werden. Wir wollen Anreize für die Verbesserung der Waldleistungen schaffen. Unsere Wälder brauchen zwar dringend Wasser, doch die Gelder dürfen eben nicht im Gießkannenprinzip verteilt werden. Eile ist geboten. Sehr geehrte Damen und Herren, dass wir in dieser Woche diesen Haushalt verabschieden können, wir, die in freier, geheimer, gleicher, unmittelbarer und allgemeiner Wahl gewählten, ist keine Selbstverständlichkeit. Komm, wir ziehen in den Frieden. Wir sind mehr, als du glaubst. Wir sind schlafende Riesen, aber jetzt stehen wir auf, sangen die SängerInnen von Koriander am letzten Samstag auf dem Marktplatz in Neustadt an der Weinstraße den Appell von Udo Lindenberg. Wir wollten ein Fest für die Demokratie feiern, weil vor 190 Jahren Demokratinnen und Demokraten aus ganz Europa aufs Hambacher Schloss gezogen sind. Der Beginn eines langen Prozesses zu Freiheit, Frieden und Demokratie. Und das Hambacher Schloss ist als Wiege der deutschen Demokratie in die Geschichte eingegangen. Doch aus dem fröhlichen Fest am Wochenende wurde ein Aufmarsch von den weiß gekleideten selbsternannten FreiheitsaktivistInnen, deren ignoranten, aggressiven Pöbeleien dazu führten, dass beispielsweise die Stände vom Bündnis gegen Rechts und der Gedenkstätte für NS-Opfer ihre Teilnahme am Fest abbrechen mussten und Familien eben nicht mit ihren Kindern hinauf zum Schloss ziehen konnten. Aber jetzt stehen wir auf, und zwar mit der Hambacher Intervention, die Sie alle mit unterzeichnen können, um sich deutlich gegen die Vereinnahmung unserer Demokratiegeschichte von Recht zu stellen. Oder um es mit den Worten Joachim Gaucks zu sagen, dem ersten Preisträger des Hambacher Freiheitspreises: Wir lassen uns unsere Symbole der deutschen Demokratiebewegung nicht von den Feinden der Demokratie kapern. Ich will schließen mit einem Dank an die Schubert-Schule in Neustadt, wo SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern jeden Tag unsere Demokratie leben und dafür mit dem Johann-Philipp-Abresch-Preis ausgezeichnet wurden. Wir sind schlafende Riesen, aber jetzt stehen wir auf. Und ich beende die Aussprache und wir kommen zur Abstimmung über den Einzelplan 10, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft in der Ausschussfassung. Hier liegt ein Änderungsantrag der CDU-CSU auf Drucksache 2051 vor, über den wir zuerst abstimmen. Wer stimmt für diesen Änderungsantrag? Das ist die Fraktion CDU-CSU und die AfD-Fraktion und die Linke auch. Wer stimmt dagegen? Die Koalitionsfraktionen, gibt es Enthaltungen, das ist nicht der Fall, dann ist der Änderungsantrag mit den Stimmen der Koalitionsfraktion abgelehnt. Wer stimmt für den, jetzt stimmen wir ab über den Einzelplan 10 in der Ausschussfassung, wer stimmt dafür? Das sind die Kolleginnen und Kollegen der Koalitionsfraktion, wer stimmt dagegen? CDU, CSU, AfD und die Linke. Enthaltungen brauchen wir, glaube ich, nicht mehr zu kontrollieren. Dann ist der Einzelplan 10 hiermit angenommen.